6. November 2038. 20.01 Uhr. Okay, North, Josh, ich und... Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und Lausblut. Ich musste gerade nachdenken, wie er heißt. Okay, Folge North. Ja, das ist mir auch bewusst, dass sie uns nicht sehen dürfen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Warum habt ihr denn auch noch alle eure LED, eure Status-LEDs dran? Das ist nicht klug. Folge North. Cyberlife. Marcus, komm hier hoch. Läuft bei uns. Irgendwelche weiteren Quicktime Events? Hoffentlich nicht. Okay. Da ist eine Drohne. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Das wäre zu hoch. Ich vermute, das würde bemerkt werden. Hier hoch. Das wäre auch zu hoch. Wäre es denn mit hier und dann hier hoch oder so? Genau. Ach, dann würden wir da dran hängen. Und dann, das wäre zu weit. Die andere Seite schwingen. Berechnen. Okay. Klettern. Wir
glaubt nicht, wie ich da gerade drauf gehämmert habe, Leute. Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Wenn ihr mich durchlasst, dann hole ich auch was. Nein, ich will da hinten hin. Warum auch immer du dafür ein Messer benutzt hast. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Nehmen und verstecken. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Shit. Was? Was? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nein, nein. Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steck den Rest ein und dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Überprüfe die größere Kiste. Die da oben. Ich will nicht wissen, ob... Also ich weiß nicht, ob ich wissen will, was da drin ist. Wird auf Androiden tippen. Ja. Oder? 3 AP-700. Marcus, nicht so dumm da stehen. Nicht Fifi. Wollte der nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. 2 menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Würde ich auch gerade sagen. Ja.
müssen die irgendwie ablenken. Da ist der Schlüssel. Schlüssel gefunden. Kümmere dich um die Wachen. Irgendwas muss ich da tun. Mist. Ach, da hinten ist was. Ach so, da sind nur Hunde drin. Kann ich das aufmachen? Oder ich muss irgendwie einen Weg finden, die abzulenken. Kann ich jetzt nicht beide killen? Verdammte Hunde! Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel. Viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Bitte. Was? Sekunde. Ursache einen Kurzschluss. Und wie? Scheiße, was ist hier los? Draußen brennt das Licht noch. Bestimmt die Sicherung. Ich habe irgendwo eine Taschenlampe. Da ist sie. Die sind da drüben. Ich habe keinen Schimmer von Elektrizität. Ich fasse die Sicherung bestimmt nicht an. Legen wir den Schalter um. Wenn das nicht hilft, dann rufen wir die Wartung. Was zur Hölle ist das? Hier muss jemand drin sein. Wir wissen, dass du da bist. Sekunde, wo sind die anderen? Drüben? Ah ja. Oder? Weißt du, das seid ihr doch. Ja, okay. Das sieht so aus, als müsste ich fahren. Auch wenn ich das nicht will. Schnell, rein hier! Nein! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Will nicht fahren. Ach gut, Markus fährt von selbst. Danke, Markus. Gott sei Dank, die haben nichts bemerkt. Eine Wagenladung!
Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Von Jericho werde ich bewundert. Mit North bin ich jetzt befreundet. Ich kam nach Jericho, weil... Josh kann mich auch besser leiden und Simon bin ich jetzt auch befreundet. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei! Schöne Rede. Auf dem seinen Pulli steht einfach How can I help? Ersatzteile. Okay, Marcus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Thomas hat für unseren Achter jetzt noch andere Sachen gegeben. Marcus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Nur 66%, wow. Stromausfall wundert mich, dass es nur so wenig hatten. Ich habe gar nichts anderes gesehen, was ich tun kann. Also konnte ich auch nichts anderes machen. Ich schau mal, dass ich mal meinen Controller weiter auflade, weil, ja, will nicht, dass der mitten in der Aufnahme leer wird. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. All it takes to put the pain on me.
after all, I'm only human. After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.